Ja, und auch heute heißt es wieder Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest zur nächsten Kurzanalyse. Ja, heute wollen wir uns wieder einen Rohstoff anschauen. Gestern haben wir uns die Entwicklung bei Sojabohnen genauer angesehen. Und jetzt wollen wir mal wieder den Baumwollpreis näher unter die Lupe nehmen. Ich hatte dort zuletzt immer wieder mal Long-Positionen aufgebaut, diese dann auch mit Gewinn geschlossen. Und jetzt ergibt sich meiner Meinung nach wiederum die Chance, hier eine Long-Position aufzubauen. Und genau das werde ich auch machen mit einem Discount-Call-Optionsschein, mit dem sich, ihr lest es schon, aktuell eine Seitwärtsrendite von über 111% PA erzielen lassen könnte. Also, wir werden uns natürlich wieder die verschiedenen Vorfilter angucken, anschließend den Chart und natürlich werde ich euch auch wieder dieses genaue Produkt zeigen, welches ich, und das sage ich direkt schon dazu, nachher auch wieder in verschiedene Depots von mir reinkaufen werde. Also, legen wir los, aber bevor es losgeht, ihr kennt es schon, natürlich wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und nochmal der Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr meinen YouTube-Kanal IK Invest noch nicht abonniert haben, weil ihr dieses Video zum Beispiel auf einer anderen Plattform euch gerade anschaut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nachholen würdet. Einfach bei YouTube nach IK Invest suchen und dann auf den Abonnieren-Button drücken, wenn ihr dort angemeldet seid. Ganz wichtig, daneben erscheint dann eine Glocke, dort alle Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr dann auch möglichst immer eine Info bekommt, wenn hier ein neues Video von mir veröffentlicht wird. Und hier werden ja nicht nur diese Kurzanalysen immer wieder hochgeladen, sondern auch Webinare, Schulungen und so weiter und so fort. Also schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Ja, dann wollen wir loslegen und wir blicken zunächst einmal beim Baumwolle auf das Sentiment. Und ihr wisst ja, ich will es gar nicht zu oft wiederholen, aber das Sentiment ist für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer bullig sind, gehen wir auf die Short-Seite. Wenn die Marktteilnehmer bearish sind, davon ausgehen, dass der Preis weiter fällt, möchten wir auf die Long-Seite gehen. Und wir sehen zum Beispiel mal hier Ende 23, da waren die Marktteilnehmer negativ gestimmt. Baumwolle ist ja auch zunächst dann in dieser Zeit gefallen. Dann waren die Marktteilnehmer pessimistisch, anschließend gab es diese Aufwärtsbewegung. Dann, nachdem es diese Aufwärtsbewegung gegeben hat, Marktteilnehmer werden bullig, gehen dann davon aus, müsste weiter steigen. Zack, es gibt eine entsprechende Abwärtsbewegung und jetzt haben wir schon seit längerer Zeit ein negatives Sentiment und das zeigt auch mal wieder, es ist kein perfektes Timing-Instrument. Manchmal ja, zum Beispiel hier Anfang 24 war es ein perfektes Instrument, um eben auf der Short-Seite einzusteigen. Aber es gibt mitunter auch Phasen, wo eben ja, das Sentiment über längeren Zeitraum bullig ist oder eben bearish und erst dann irgendwann eine Gegenbewegung einsetzt oder einsetzen könnte, muss man vielmehr sagen. Genau aus diesem Grund nutze ich ja nicht nur das Sentiment, sondern nachher noch andere Vorfilter. Aber wir sehen zumindest schon mal, das Sentiment, also die Marktstimmung, war zuletzt negativ. Und das als erster Vorfilter zeigt mir schon mal an, dass die Long-Seite durchaus interessant sein könnte. Schauen wir als nächstes auf die COT-Daten, also auf den Commitments of Traders Report und oben in schwarz abgetragen wieder der Preis von Baumwolle und unten in blau die netto positionierte Commercials. Und die Commercials, das sind ja die großen Produzenten und die großen Abnehmer in diesem Falle von Baumwolle. Und da ist es natürlich immer sehr interessant zu sehen, wie sind denn diese Commercials eigentlich netto positioniert? Wir haben hier auf der rechten Seite die 0, dann plus 50.000 Future-Kontrakte, minus 50.000, minus 100.000 und so weiter. Und ihr seht zum Beispiel Anfang 24, als die Marktteilnehmer bullig waren, waren die Commercials deutlich netto short positioniert und anschließend gab es diese Abwärtsbewegung. Hier zum Beispiel Ende 21, Marktteilnehmer schon deutlich netto short positioniert. Was ist aber passiert? Es ging zunächst weiter aufwärts. Also auch da sieht man, manchmal trifft es perfekt, manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel hier hat es wieder sehr gut funktioniert. Marktteilnehmer, also die Commercials, deutlich netto short positioniert. Anschließend gab es diese Abwärtsbewegung. Also insgesamt natürlich, wenn diese Commercials eine deutliche netto short Positionierung haben, dann zeigt es zumindest mir an, dass die Short-Seite von Interesse sein könnte. Hier sollte man natürlich auch beachten, wie lief es denn in der Vergangenheit, gibt es Extremsituationen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann etwas umfangreicher, aber wenn man das mal grob einordnen möchte, dann haben wir schon mal gesehen, wenn die Commercials deutlich netto short positioniert sind, dann kann es durchaus interessant sein für die Short-Seite. Und wenn sie netto long positioniert sind, dann könnte es für die Long-Seite interessant werden. Zum Beispiel waren wir hier auf diesem Level, wo wir aktuell notieren. Danach gab es eine Aufwärtsbewegung. Hier waren wir ungefähr auf diesem Level. Es gab eine Aufwärtsbewegung. Hier ging es zunächst mal seitwärts, bevor es aufwärts ging. Und auch hier ging es leicht aufwärts. Also man sieht schon, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest erhöht, dass wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung sehen könnten. Und gerade wenn wir sowas sehen, eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung, dann könnte es mitunter natürlich immer interessant sein, sich einen Discount-Optionsschein genauer anzuschauen. Aber dazu kommen wir später.
Vorher wollen wir uns noch die Saisonalität anschauen und die sieht natürlich ab sofort, ab Ende November auch sehr, sehr positiv aus. Wie man sehen kann, der Dezember, der saisonal stärkste Monat des Jahres. Dann haben wir noch einen starken Januar und Februar und noch der März und April noch leicht positiv. Also wir sehen schon, saisonal kommen wir hier auch gerade jetzt in diese starke saisonale Phase rein. Von daher werde ich hier eine Long-Position aufbauen. Die Vorfilter insgesamt zeigen mir das also ganz klar an. Saisonalität, ich hoffe, es kann jeder sofort erkennen, super bullig aktuell. COT-Daten waren auch bullig, Sentiment war negativ. Als Kontraindikator zeigt ebenfalls an, die Long-Seite ist zu favorisieren. Und jetzt blicken wir als nächstes auf den Chart und wir sehen eben, dass der Baumwollpreis hier an einer wichtigen Unterstützungszone angekommen ist. So im Bereich 68 bis 70 hatten wir zumindest in der Vergangenheit, ich fahre das mal hier ab, hatten wir hier eine Unterstützungszone, dann wurde das Ganze hier zum Widerstand, dann wieder zur Unterstützung und genau in diese Unterstützungszone sind wir zuletzt zurückgefallen. Also aus charttechnischer Sicht ist es doch durchaus interessant, hier eine Long-Position aufzubauen und eben darauf zu spekulieren, dass diese Unterstützungszone aufgrund der eben aufgezeigten Vorfilter durchaus halten könnte und der Baumwollpreis zumindest seitwärts bis aufwärts gerichtet in den nächsten Wochen laufen könnte. Ja, wie kann man das Ganze umsetzen? Dazu habe ich natürlich wieder ein Produkt rausgesucht. Hier die WKN VD9CDC ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Baumwolle. Hier ganz wichtig natürlich schon wieder, es ist nicht der aktuelle Future, auf den wir handeln, sondern der März 25 Future. Also das werden wir uns nachher nochmal genau anschauen. Wo notiert denn eigentlich genau dieser März 25 Future? Vorab aber wichtig, wir haben hier einen Basispreis bei 60 und einen Cap bei 70. Sollte also der Baumwollpreis am Ende der Laufzeit über 70 notieren, dann kommt es zu der maximalen Auszahlung, Achtung, von einem US-Dollar, nicht von einem Euro. Also der Euro gegenüber dem US-Dollar hat natürlich auch hier wieder einen entsprechenden Einfluss. Auch wenn das momentan nicht so groß ist, kann sich das natürlich wieder ändern, dieser Einfluss. Das muss natürlich auch klar sein. Dementsprechend sollte man das natürlich immer sich genauer anschauen. Das kann zum Vorteil ausgehen, kann aber auch natürlich zum Nachteil ausgehen. Man sagt immer gerne, es gibt ein Währungsrisiko, ja, aber es gibt natürlich auch eine Währungschance. Also es kann natürlich auch positiv für uns laufen. Das muss ja auch klar sein. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte nur sagen, man sollte beachten, der Euro gegenüber dem US-Dollar hat hier einen Einfluss. Die maximale Auszahlung wäre, wenn wir am Ende der Laufzeit über 70 notieren, bei einem US-Dollar. Sollten wir am Ende der Laufzeit unter 60 notieren, dann verfällt das Produkt wertlos und zwischen 60 und 70 wird der innere Wert berechnet und dieser kommt dann zur Auszahlung. Da wir aktuell über 70 notieren, haben wir also eine Seitwärtsrendite von 22,24% auf die Laufzeit oder unglaublichen 111% auf das Jahr auch gerechnet. Und das zeigt natürlich schon, dass wir hier natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen. Das muss natürlich auch immer klar sein. Und jetzt habe ich es eben ja schon gesagt, wir handeln auf den März 25 Future, also müssen wir mal schauen, wo notiert denn der März 25 Future? Und da sehen wir, dieser notiert bei 71,34, also oberhalb der 70 momentan, bedeutet auch schon, wenn der Baumwollpreis nur seitwärts laufen würde, könnten wir trotzdem diese Rendite von 22% erzielen. Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich werde diese Position jetzt wieder eröffnen. Ich hatte ja schon einige Positionen immer wieder aufgebaut, wieder geschlossen. Jetzt werde ich wieder einsteigen, aber ihr seht natürlich auch, es wird ein Geld- und ein Briefkurs angegeben. Also man kann natürlich das Ganze dann auch börsentäglich kaufen und wieder verkaufen. Und genauso mache ich das ja in der Regel auch. Ich werde dieses Produkt tendenziell nicht bis zum Laufzeitende halten, sondern sollte sich die Position positiv entwickeln, dann werde ich eben auch vorzeitig wieder hier rausgehen. Weil gerade der Dezember, wie wir gesehen haben, tendenziell ein starker Monat ist, sollte also der Baumwollpreis jetzt wirklich anspringen, kann es gut sein, dann geht die Position wieder raus und dann warte ich eben wieder, ob es einen Rücksetzer gibt und steige einfach wieder ein. Und wenn es mal wegläuft, dann ist es so, dann sollte man sich nicht ärgern, dann finden wir andere Chancen. Seht ihr ja, es gibt ja genügend Videos hier mit neuen Kurzanalysen, wo ihr auch seht, welche Möglichkeiten der Markt gibt. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde die Position jetzt eröffnen und würde mich natürlich wieder freuen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben bei YouTube direkt. Oder hinterlasst doch gerne auch mal einen Kommentar, wie ihr die Situation bei Baumwolle einschätzt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, weiterhin gute Trades und ja, bis zur nächsten Kurzanalyse. Ciao.